So, da sind wir wieder bei Vampire's Dawn. Mit Blut an den Händen machen wir uns auf den Weg zurück in Askars Schloss. Der Asker hatte uns einer schönen Feuertaufe oder Feuerprobe unterlegt und ein bisschen rumgemördert. Und das, da waren wir nicht sehr freundlich. Ja, genau, wisst ihr schon, ne? Jedenfalls wird Asuka dann aufs Maul bekommen und wir anscheinend auch gerade. Ich hoffe. Und wir sind tot. Das ging sehr gut los. Also einwandfrei. Besser geht's nicht. Wundverband müssen wir dann vielleicht mal hier und so. Versuchen wir es nochmal. So, Fähigkeit. Eisball auf den Goblin. Boom. Und nochmal Eisball. Und stirb! Jawohl. So, es ist. Wir sind noch ganz schön schwach. Ohne Asuka und Elaine ist das. Unvorteilhaft. Aber naja. Haben wir schon hinbekommen. Gegenstand. Gegenstand. Schmerzmittel. Lalala. Na, ah, Mist. Braunbärner, also nur einer. Boom. Und stirb! Mist. Stirb! So, Braunbär ist tot. 7 Erfahrungen. Hurra. Richtig viel. So, kraxen wir hier hoch und dann schlagen wir Asuka den Kopf ab, würde ich sagen. Wird sicher ein Kinderspiel. Lalalala, das war schon. Wunderbar. Oh Gott. Und du glaubst wirklich, dass er es schafft? Natürlich, ich erkenne sein großes Potenzial. Aber er ist noch so jung und nur ein Vampir der dritten Generation. Mach dir nicht so viele Sorgen. Und wenn er stirbt, was soll's? Du Schwein! Walner, ein Glück. Ah, was habe ich dir gesagt, Liebes? Walner, ich habe keine Minute daran gezweifelt, dass du es schaffst. Du wolltest mich sterben lassen! Ich wollte dich nicht sterben lassen, bist ja schließlich schon tot. Ich wollte dir zeigen, wie mächtig du bist. Ich wurde fast von Braunbären vernichtet, einmal sogar komplett. Wie viele Menschen hast du getötet? Ein paar jedenfalls. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben wir 1, 2, 3, die 4 Soldaten und glaube nochmal 2 Soldaten, ich glaube 6. Haha, nicht so bescheiden, es waren sicher eine Menge. Aber wir sind gut, ich bin nicht stolz drauf. Oh doch, das bist du, vertrau mir. Dir vertrauen? Wie soll ich demjenigen vertrauen, der mich zu dem gemacht hat, was ich jetzt bin? Das ist doch nicht dein Ernst! Eigenwillig wie ich. Du solltest dich jetzt etwas ausruhen. Ich bin stolz auf dich. Pah, ich bin nicht eine deiner Marionetten. Ich hab darauf keinen Bock mehr, ich geht. So, Asuka hat Walner einer Feuerprobe unterzogen? Ja! Damit wollte Asuka ihm zeigen, wie mächtig Walner jetzt ist. Und es scheint, als würde Walner sich zu einer Art gutem Vampir entwickeln. Sein Hass gegenüber Asuka wächst und er wird zunehmend innerlich menschlicher. Gäbe es eigentlich eine Möglichkeit für Walner, wieder ein Mensch zu werden? Nein, er wird auf ewig ein Vampir bleiben. Mal abgesehen davon, wenn er sich in einen Blutgeist verwandelt. Aber ein Mensch kann er nie wieder werden. Sag mal, Opa, wie ist Asuka eigentlich zu einem Vampir geworden? Nun, er wurde in jungen Jahren von einem Vampir gebissen, als seine Eltern vor seinen Augen brutal ermordet wurden. Das klingt doch super, das ist doch einmal frei. Und es ist ja ohne psychisch störend, verstörend. Was spielt eigentlich Vincent Raynor für eine Rolle? Also Vincent war ein Priester. Das ist er, anscheinend. Ein sehr mächtiger Hohepriester, um genau zu sein. Er hatte viele Anhänger, ja, ich habe ein Bild von ihm gemalt. Seine Position als Hohepriester erhielt er aber erst, nachdem die ersten Vampire aufgetaucht sind, ganz zufälligerweise. Wieso denn das?
Ja, nun, eigentlich war ich immer ein unbedeutender, kleiner, perverser, kinderfickender Dorfpriester gewesen. Er erfüllt halt alle kleinen Aufgaben, die ein Priester in einem Dorf so hat. Manchmal hielt er Predigten und sprach öffentliche Gebete. Doch eigentlich war er halt nur ein wirklich unbedeutender Priester in einem unbedeutenden Dorf mit einer unbedeutenden Frau in einem unbedeutenden Haus mit unbedeutender Nahrung. Mit unbedeutenden Haustieren, mit unbedeutenden Hund und Kindern und so weiter. Und dann kamen plötzlich die Vampire. Nun, Vincent fing eines Tages an davon zu reden, dass bald eine Zeit gekommen sei. 12 Uhr. Eine Zeit des Blutes und der Zerstörung. Es kommt mitten im Leben auf RTL. Oh. Vincent erzählte den Dorfbewohnern, dass schon bald das Grauen über das Land zieht. Er erzählte, er hatte Visionen voller Blut und Hass. Visionen voller Monster. Visionen von wandelnden Untoten. Mächtigen Untoten. Was ist denn bei dem Typen da recht? Warum zieht er sein Gesicht so? Ist das Monkey die Waffi? Hey, One Piece. Zuerst schenken die Leute ihm doch recht wenig Beachtung und taten ihn als Übergeschnappten ab. Nur seine ihm absolut loyal ergebenen Gläubigen glaubten ihm vollkommen. Doch schon einige Zeit später verfinsterte sich zu Tag Mittagszeit der Himmel. Die Leute erstarrten und schauten hinauf in den Himmel. Es war stockfinster, sogar das Gezirpen der Grillen erstarb. Alle Menschen verstummten und schauten hinauf zu dem sich bildenden Mond. Es war der Mond des Todes, so wurde er jedenfalls seitdem genannt. Für einige endlose Minuten war es überall auf der Welt totenstill. Doch dann fing es plötzlich an zu regnen. Doch es war kein normaler Regen. Es regnete Blut! Der Boden färbte sich tiefrot. Minutenlang strömte Blut auf die Erde. Doch es war so schnell wieder vorbei, wie es gekommen war. Dem Menschen brannte das Blut in den Augen, als sich der Himmel wieder erhellte. Und als ob der Himmel über das eben passierte weinte, fiel plötzlich normaler Regen. Das Blut versickerte mit dem Regenwasser im Boden. Und Vincent nutzte seine Chance, seinen Status wesentlich zu verbessern, ganz zufälligerweise. Das ist er. Doch irgendwie hatte Vincent sich verändert. Etwas Magisches ging von ihm aus. Die Leute, eingeschüchtert von dem Blutregen, schauten zu ihm. Er schien irgendwie mächtig geworden zu sein. Und er sagte folgendes. Es ist soweit. Ich habe es euch verkündet. Die Zeit des Blutes ist gekommen. Versteckt eure Töchter und Frauen. Bildet die Knaben zu Kriegern aus. Es ist unabdingbar. Ups. Verzeihung. Das Zeitalter des Blutes ist gekommen. Wir müssen bereit sein. Opa, das mit dem Blutregen, das ist ja widerlich. Ja, aber so ist es eben passiert, da kann ich auch nicht dafür. Meine Güte. Und was passierte dann? Nun, Vincent schaffte es durch kluge Reden, die Menschen auf seine Seite zu ziehen. Die Leute fingen an, die Kriegskunst zu lernen, um gegen die Brut des Bösen gewappnet zu sein, von der Vincent immer und immer wieder sprach. Und schon einige Wochen später tauchte auf einmal nachts eine geheimnisvolle Gestalt auf. Sie tötete genauso schnell, wie sie gekommen war. Die wenigen Leute, die sich nachts da auf die Straße trauten, wurden komplett ausgesaugt. Lecker. Am nächsten Morgen fand man die blutleeren Leichen am Straßenrand. Und Vincent erzählte den Leuten etwas von Vampiren, die sich auf der Erde ausgebreitet haben. Uah. Vampire, die sich vor allem weibliche Opfer aussuchen und töten. Die Männer wurden zornig, dass solche Kreaturen für ihre Frauen eine Gefahr darstellen. Vincent scharte die Männer um sich. Er ging von Dorf zu Dorf. Als er eine kleinere Schar von Kriegern um sich geschart hatte, ging er mit ihnen auf die Jagd. Auf Vampirjagd. Rückblende. Speicherzügen. Da ist er, Vincent, ich liebe dich. Meine Freunde, wir sind bisher nicht viele. Aber ihr habt heute Morgen den Beweis gesehen, dass die Vampire bereits unter uns wandeln. Eriks Leiche ist wohl Beweis genug. Es wird Zeit, dass wir unserer Bestimmung folgen. Nieder mit den Vampiren! Ja, nieder mit den Vampiren! Es wird Zeit, diesen Vampiren zu zeigen, wer hier das Sagen hat.
Und nun bereitet euch vor, aufzubrechen und den Vampiren den Kopf abzuschlagen. Ich werde schon mal südlich des Dorfes die Landschaft auskunden. Ich hole euch dann in etwa einer Stunde. Bis dahin seid ihr hoffentlich fertig. Wenn nicht, dann gibt's auf den Pappes. Wie du befiehlst, Vincent. Ich habe allen Dorfbewohnern befohlen, sie sollen sich in ihren Häusern einsperren. Wenn ihr also noch etwas braucht, dann gebt unser geheimes Kopfzeichen. Also dann, ich komme nachher wieder. So. Ah, jetzt können wir. Hier. Bereitet euch auf eine schwere Jagd vor. Wie du meinst, Vincent. Nieder mit den Vampiren, für den Schutz der Menschheit. Das ist die richtige Einstellung. Ich werde den Vampiren zeigen, was passiert, wenn sie sich an Unschuldigen vergreifen. Ja, lass deinen ganzen Zorn an diesen Kreaturen des Bösen aus. Wir müssen die Menschheit vor diesen Kreaturen schützen. Bereitet euch deswegen gut vor. Ach ja, herrlich sein. Gut Mensch. Wunderbar. Wenn ich einmal sterbe, möchte ich genau hier begraben werden. Den jetzigen Leichnam wird man verbrennen. Ist ja nett. Überhaupt nicht egoistisch. So, können wir denn hier rein? Die Tür ist abgeschlossen, aber ich brauche auch nichts weiter. Ich bin perfekt. Ja, gut, okay. Du bist perfekt, ich hab's gewusst. Süden, Walter. Gehen wir nach Süden. Und ihr rennt weiter. Das ist stupide in der Gegend rum, das macht er richtig. La la la. Süden. Vincent, warte, wir wollen dich nicht alleine gehen lassen. Wir gehen alle gemeinsam. Genau, zusammen sind wir stark. Ihr habt recht. Na dann kommt, die Vampire warten schon. Na los. Halt keine Maulaffenpfeil. Und so kam es, dass sich Vincent mit seinen Gefolgsleuten gemeinsam auf den Weg machte, um die Vampire zu vernichten, die anscheinend in der Nähe des Dorfes sich ausgebreitet hatten und eine große Gefahr darstellten. Sie kamen an einen Fluss, an dem Vincent fühlte, dass sich Vampire in der Nähe befanden. Na, ist das schön. So, da sind wir. La la la. Huhuhu. Mal gucken, ja. Schon irgendwas entdeckt? Die Vampire sind sicher in der Nähe. Schön die Augen offen halten. Genau. Moment. Es sieht ein kühler Wind auf. Das könnte ein Zeichen sein. Ist gerade eine Spinnenwebe runtergefallen. Eklig. Seht ihr irgendwas? Ich sehe nichts, aber ich kann sie spüren. Ja, sie sind ganz in der Nähe. Esmalia, hinter dir! Was? Hilfe, ich kann nicht schwimmen! Feigling. Verdammt, er ist weg! Hilf mir! Ich kann auch nicht schwimmen! Versuche dich am Stein festzuhalten! Verdammt, schnappt euch den Vampir! Wo ist er hin? Schwimm doch selber, Vincent. Setz seine blöde Rüstung ab und ab geht's. Sterb, du elender Mensch! Kreatur des Bösen, dein Schicksal ist besiegelt! Das muss ein neuer Rekord im Vampirkopf weitschlagen sein. So schnell passierte es. Vincent brachte seinen ersten Vampir um. Und es sollten noch viele weitere folgen. Vincent wurde jedes Mal geschickter, einen Vampir zu töten. Und auch seine Bestweite hat er immer wieder überboten. Und sein Ruf eilte in die Welt hinaus, die nun fast überall mit Vampiren zu kämpfen hatte. Die Menschen hatten Angst, doch in Vincent sahen sie ein helles Licht im Dunkeln. Vincents Ruhm wurde immer größer und die obersten Leute der Kirche wurden auf ihn aufmerksam. Zum ersten Mal wurde Vincent auch innerhalb der Kirche als große Person gesehen. Und so begann sein Aufstieg zum Hohepriester, schnell und geschickt. Seine Armee wurde immer größer, da die verzweifelten Menschen in ihm den Erlöser sahen und sich ihm anschlossen, um das Übel dieser Welt endgültig zu vernichten. Vincent reiste unter dem Banner der Kirche von Stadt zu Stadt, von Kontinent zu Kontinent. Er wurde geachtet, mehr als jemals ein Mensch zuvor. So nannte man dies den Heiligen Kreuzzug, unter der Führung eines Mannes, Vincent Reynard. In der Endphase dieses Kreuzzuges hatte er die Menschen absolut unter seiner Kontrolle.
Er wurde verehrt und geachtet. Die Menschen waren fanatisch